아, 되네. 닝제 그 뭐, 뭐지? 되네. 닝제 제비, 제 그룹이 중산제. 아니, 닝제 제비 그 탑. 어디다 대승 드림 쉐인스? Es gibt also drei Unterteilungen. Einmal die Bedeutung des Mitgefühls, woraus das besteht. Dann der zweite Punkt wird sein, warum müssen wir Mitgefühl entwickeln? Und das dritte ist, welche Methoden können wir anwenden dafür? Ani ta chuluk zamdu nasi dengsangdi chenrik batang kheba di soya nyingzi korla keche xeyan ko tsukiyo le. Tila indu kanchi tenne ane nyingzi di keche mo inba sebo shetra re. Mitgefühl ist natürlich ein Thema für alle Religionen, Glaubenssysteme. Aber heutzutage schaut auch die Wissenschaft immer mehr, wie uns Mitgefühl helfen kann. Aber alle sind sich darüber einig, dass Mitgefühl ein sehr wichtiges Gefühl ist. Ani manzu nyingze yarke tangayla pando yor. Te mando ngaranzu nyingze se lingwanzin se wuchu matu bayina, tene kabre ngaranzu karsawre nyingze tang oda tene yungu yobayinzan te iche du nyingze ge ngubu ngwanzin che gwede kachamore. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was ist Mitgefühl überhaupt? Und was brauchen wir an Umständen, an Umgebung, an Methoden, um Mitgefühl zu entwickeln? Wenn wir nicht ein genaues Verständnis haben, was Mitgefühl eigentlich ist, laufen wir Gefahr, das misszuverstehen und vielleicht nicht die richtigen Umstände dafür zusammenbringen zu können. Rang xing ge ne dang ha go bi tong ne de la mi su bi ge da sem mo de zhe zhe le da ying zhe se ge ba re. Die Definition von Mitgefühl ist, dass durch ein Verständnis für die Situation des anderen wir dessen Leiden oder Umstände nicht ertragen können. De le yin du de da bi ane ying zhe de de dang 만한도 선진 여도 쪽래 다 대답이 닝제디 거 여드기 요래 자체 중심만도 대탐제는 닝제디 용기 요래 Alle Wesen, alle fühlenden Wesen haben Mitgefühl in sich, aber es geht immer um wie viel und wie wenig. 근데 인도 난 되는 만한도 부족래 제비 닝제 파마래 제비 닝제 소소게 가로래 제비 닝제 아니 대나 야 찹제체로도 되나 나랑도 작업직발 세비닝제 되네 유럽엔 작업라 세비닝제 되네 웨스턴라 세비닝제 되네 된 잡는 용조 용조라 세비닝제 미 대등도 샘젠 내용도 딱 돌나 아니 라이프 속된 인된 강가라 세비닝제데 안나도 랍 좋나 대파동안도 좋트비에데 개침으로 Mitgefühl kann man entwickeln und erweitern. Normalerweise haben wir Mitgefühl für diejenigen, die uns nahestehen, seien das unsere Kinder, unsere Eltern, unser Partner. Aber wir können das weiterentwickeln. Wir können dann das ausbreiten auf unsere Gemeinschaft, auf unser Land, auf Europa, auf die westlichen Länder und letztendlich die ganze Welt. Was das Endziel wäre, ist, dass wir wirklich Mitgefühl für alle fühlenden Wesen entwickeln können. Da tele da tende ki ningje ki kharsore pa ningje te dang tene nga zo da mangche wa chi tsewa nye de norwa chambu kabre chik imbe sonra wa chi samlo tang khen mangbo yungu du tende indu tsewa tang ningje se de to zang chi minra wa chi yore
Viele Leute verwechseln Liebe mit Mitgefühl. Da gibt es manchmal keine klare Unterscheidung. Und da kann es dann zu Missverständnissen kommen. Liebe in ihrer Essenz oder Bedeutung ist, dass uns etwas gefällt. Das tibetische Wort ist, unser Geist geht in dessen Richtung, dass wir irgendwas mögen, dass es uns gefällt. Und Mitgefühl ist eher, dass wir die Situation von jemandem verstehen, was uns nicht gefällt. Also die Situation uns an sich unangenehm ist oder schwierig ist und dass wir dafür Verständnis aufbringen. Wenn wir zum Beispiel von Liebe sprechen gegenüber einem Partner, dann entwickelt sich diese Liebe nicht daraus heraus, dass er Schwierigkeiten hat oder dass es da irgendwelche Probleme gibt, für die wir Verständnis aufbringen. Wenn wir uns verlieben, dann verlieben wir uns meistens in irgendetwas wie die Art, wie er oder sie spricht, wie sie aussieht oder wie er erscheint. Also irgendwas, was unseren Geist anzieht. Und Liebe unseren Eltern gegenüber kommt daher, weil wir verstehen, dass sie uns unterstützen, dass sie für uns da sind. Also etwas, was uns gefällt, etwas, was für uns attraktiv ist. Und das Gleiche gilt für Freunde. Wenn wir überlegen, was ist an sich das langfristigere Gefühl, dann würde Tulku sagen, ist es das Mitgefühl, was langfristiger bei uns bleibt. Wenn die Liebe oder weil die Liebe auf Dingen aufbaut, die uns anziehen, die wir als attraktiv empfinden, dann ist es mit der Liebe natürlich auch vorbei in dem Moment, wo diese Umstände sich verändern. Wenn es dann irgendetwas gibt, was uns nicht mehr so gefällt oder nicht mehr so positiv für uns ist, dann verändert sich häufig das Gefühl diesen anderen Menschen gegenüber. Und das ist einer der Gründe, warum es hier einen so häufigen Partnerwechsel gibt. Mitgefühl hingegen baut, wie gesagt, auf diesem Verständnis auf über die Schwierigkeiten des anderen oder der anderen. Und daraus kann sich auch Liebe entwickeln und dann kann das auch ein langfristigere
oder ein unterstützendes Gefühl sein, auch dann Liebe für diese Menschen oder diesen Menschen zu haben oder dieses Wesen. Aber Mitgefühl, dadurch, dass es nicht darauf aufbaut, dass wir irgendetwas attraktiv finden oder irgendetwas anziehend finden, sondern aus einem tiefen Verständnis heraus über die Situation des anderen. Und weil es immer irgendwelche Probleme gibt oder Schwierigkeiten, kann das sehr viel länger halten. 제가 농신 세월이 로디 직계용도 파초를 소수의 남원조사기 중생지 여파인사 디찬의 디남원조비 중생대당 델네 미디당배 예부창도 삼바칭제 조 파초를 강해도 샤차 삼바틴데 삼루레기 용마 이나 님제데 파 예부창도 그 삼루치 샤다 용시바레데 이나 님제 코랑데 소르낭데 가르스나 파롤 보델 내당 강을 옆에 아니 뜬 투바 중나 잘 투바 중나 삼바 딘데기 민남치 차테레 Liebe hat in sich, dass wir gerne diesem Objekt näher kommen möchten, dass wir ein Gefühl der Nähe, der Verbindung aufbauen möchten. Das ist beim Mitgefühl nicht unbedingt so. Da ist unser Hauptziel nicht, diesem Objekt unserer Anziehung da näher zu kommen, sondern Mitgefühl hat als Hauptziel, das Leiden oder die Schwierigkeiten des anderen zu beseitigen. Ani tsewe nyingche kyewa yore de ina yang nyingche ke tsewa dremba de tes manga medru samgadus La nyingche? Tsewa ke nyingche kye yorwa kyewe nepa yomare penna nga tinte tengzangbo lepe kabla ani kimzang yapu pensun tsewa yapu yo tengen tinte du 옛날 감정치는 김 록바치글란다 나타다로 강의 휴천부 지대용도 텐디 그 제 감정은 나타 휴천부 지대용도 거기 나온 거에 그다 전쟁라고 들었다 연구 차이였기로 왔지 근데 이제 제가 자원이 매웠지 아무데 전에다 아니 강의 트래픽감나 문에 가로 담측 담바지나 다 록바치에 보러 왔대 이제 나사 땅 근데 강에 첨부 가운데 용금이요 근데 이제 아니 세월세 그 인제된 토땅 미토다 나서 요사래 ob sich aus Liebe auch Mitgefühl entwickelt, das ist nicht immer ganz klar. Das kann passieren, aber manchmal auch nicht. Tulgut zum Beispiel das erste Mal, als er in unsere Breitengrabe gerade kam, hat er eine Familie getroffen, die sich sehr nahe war, sehr liebevoll miteinander umgegangen ist. Und er hatte so das Gefühl, ach, das ist wirklich ein stabile Verhältnisse, aber dann ist einer der beiden sehr krank geworden und daraufhin vom Partner auch verlassen worden, einfach weil diese Anziehungskraft nicht mehr da war, weil das, was dem Partner da gefallen hat, an dem anderen nicht mehr so da war. Und eigentlich, wenn man dieses Versprechen der Liebe oder des Zusammenseins ernst nehmen würde, dann müsste man halt auch diese Zeiten durchstehen, aber das ist halt ein Beispiel, zum, wo Liebe sich nicht in Mitgefühl verwandelt hat. Tende indu dang nganzu kwe de karese na tsewa kore de ane tsewa le jang ane karchewa nganzu ingje de kwe de kechembure samadu. Und deshalb denkt Tulku, es ist gut, Liebe zu haben und es ist auch wichtig, aber noch wichtiger ist Mitgefühl. Da tetabu tene ingje de tene karsore ane dan nangche nanglo le 谢用的，那凝聚的，靠，怕做嘞，刚爱有比纯正的团呢，生进了凝结的，那明朝啊，纯正明朝啊，顺着用的有嘞。Und es gibt drei Gründe für Mitgefühl. 那，当部的，缺了没比凝结。 Und das erste ist Chötene Phänomene. Dharma. Dharma. Regina Gansu, dann der Teaching Gyang Phänomene. Die Phänomene. Hier das erste ist. Dangbo de Konda. Dangbo de Mikbal Mikbal Ningje.
Also das erste ist ein Mitgefühl ohne ein Objekt, auf das das Mitgefühl gerichtet ist. Und dann, wenn wir Phänomene als unser Mitgefühlsobjekt nehmen. Und dann fühlende Wesen als Objekt unseres Mitgefühls hernehmen. Sutra of the Ten Bhumi Mandal, oder Kandak Dedeche, Dona Mole Sungye Pare, und die Ekola Deshe, Java Sapu, Chandra Kitege, Umala Jupina Mole, Sevu Chen Sungye Pare. Und das wurde erklärt im Sutra der Zehn Bhumis vom Buddha und dann nochmal Nagarjuna, Umar Rigpa, Chandrakirti, das ist richtig, Chandrakirti, das Umar Rigpa, also die Logik des mittleren Weges. Umala Jupa. Umala Jupa, also der Eingang oder der Zugang zu dem mittleren Weg. Der Name da? Wenn wir aus dieser buddhistischen Sicht der Leerheit kommen, dann können wir Mitgefühl für alle Wesen entwickeln und das wäre dann die Art des Mitgefühls, ohne ein direktes Objekt zu haben. Wenn wir zum Beispiel träumen nachts und wir haben einen Traum, der sehr aufgeregt ist, wo es uns einen Moment lang sehr gut geht und dann gibt es wieder irgendwelche Schwierigkeiten und wir finden da keine wirkliche Ruhe im Schlaf, weil dieser Traum so aufgeregt ist, dann wachen wir morgens auf und sind manchmal müde alleine vom Träumen, weil uns das schon so ein bisschen ausgepowert hat. Und wenn uns dann klar wird beim Aufwachen, okay, das war jetzt nur ein Traum, das ist eine Illusion, das stimmt so nicht, dann können wir vielleicht sogar darüber lachen, was wir da alles durchlaufen haben. Und dadurch, einfach durch dieses Verständnis, dass dieser Traum nicht die Wirklichkeit ist, haben wir daran auch keine Anhaftung, können ihn sein lassen und nehmen ihn dann auch nicht so wahnsinnig persönlich. Und das Gleiche sollten wir auch versuchen zu kultivieren innerhalb unseres Wachzustandes, dass wir die Phänomene, alles was uns erscheint, dass wir das nicht so persönlich nehmen, nicht als so wahr annehmen, keine starke Anhaftung entwickeln und verstehen, dass alle Wesen in diesem Netz der Verwirrung, des falschen Verständnisses um die Phänomene verwirrt sind und da sich Illusionen hingeben. Und das wäre dann
die zweite Art von Mitgefühl, die wir daraus entwickeln können, und das ist dieses Mitgefühl, wo wir die Phänomene als unser Objekt haben. Wenn wir zum Beispiel Freunde haben oder einen Freund, der kommt uns, uns von den Problemen erzählt und vielleicht einem Streit mit jemandem anderen und uns erzählt, wie schrecklich das alles ist und was der andere alles gemacht hat und was da alles für Probleme sind. Wenn wir uns darauf einlassen und sagen, du hast total recht, der andere ist ein Idiot, wie kann er das machen, hat er überhaupt nichts gelernt und so weiter, dann vergrößern wir das Problem immer mehr und bringen den anderen dazu, sich noch mehr da rein zu verstricken. Was wir versuchen sollen, ist einfach zu sagen, hör mal zu, das siehst nicht also wahnsinnig persönlich an. Schau doch mal von seiner Sicht aus, was denn da passiert sein könnte. Also, dass wir versuchen, so ein bisschen zu deeskalieren und nicht so sehr darauf ausgehen, dass unbedingt einer gewinnen muss in dieser Auseinandersetzung und der andere verlieren muss. Und wenn wir es da schaffen, zu sehen, was da Probleme manchmal entstehen einfach nur durch Ansichten oder Missverständnisse und so weiter, dann können wir Mitgefühl für diese Art der Verstrickung der Person entwickeln. Also auch das mit dem Traum war, dass wir diese Art von Mitgefühl entwickeln, ohne ein direktes Objekt zu haben, sondern aus der Leerheit heraus. Und was Sulgo jetzt gesagt hat, ist, was die Grundlage aller Probleme ist und aller Streitigkeiten und so weiter, ist, dass wir Dinge als wahr annehmen, als solide annehmen und nicht verstehen, dass alle Phänomene in ihrer Natur oder aus ihrer Natur aus leer sind. Und dass wir nicht verstehen, dass unser Verständnis und das der anderen einer Situation oder eines Streits von Grund auf nie wahr ist, sondern immer eine Illusion ist, immer traumgleich ist. Und dann können wir auch diese Annahme aufgeben, dass wir gewinnen müssen und die anderen aufgeben müssen oder die anderen
verlieren müssen. Also das ist auch Teil dieses Mitgefühls ohne ein direktes Objekt, weil es dieses Mitgefühl ist, was aus einem Verständnis der Leerheit herauskommt. Dene da çöle mi yenge seyedi da karı seyondu da diğ kap ki çö seyedi hani keçi keçi ki gürvan nubi ki mitak padile dene çö seyla bu yemeri. Wenn wir jetzt über Phänomene sprechen, dann geht es hier um das Verständnis, dass sich die Phänomene von einer Sekunde, von einem Moment auf den anderen verändern. Die keçi keçi ki gürvan nubi ki Und dieses Verständnis, dass alles auf dieser Welt, alles, alle Wesen, sich alles dauernd verändert, aus diesem Verständnis heraus entwickeln wir das Mitgefühl mit den Phänomenen als unser Objekt. Die Metape Ranchin la Samne, and in Ying Jay, the Kumzen Chamboy, correct Kumzen Chamboy Sena, Namshang Mazu, Chicken Dinan Lote Yundu, Tanga, Metapare, Nasangi Yona, Nangi Yona, Samba Tisuchi Changi Yomarwa, Napache Lord, a Chiazo that Koran Yuntale Tegre, Samba Chig Tone, then a Tangzin Hu Chambu Chig Tone, then. So, so, the chedo, random the chedo, rangi, family the chedo, rangi, mirik, kyakap, kangi top the chedo, better you chamber number you, right? And then, for so what the, tamzin the lotella then, actually, right? Warum wir diese Art von Mitgefühl entwickeln müssen, das hat einen sehr, sehr wichtigen Grund. Und zwar, der Hauptgrund ist, dass wir uns der Vergänglichkeit der Phänomene normalerweise nicht gewahr sind. Wir alle denken, wir werden 100 Jahre leben und uns ist es nicht klar, dass keiner von uns weiß, ob er überhaupt morgen noch am Leben ist oder nächste Woche oder überhaupt nächstes Jahr. Und aus diesem falschen Verständnis heraus, dass wir ewig leben werden, versuchen wir unser Leben zu festigen und alles zu tun, um unser Leben besser zu machen oder zu beschützen, sei das unsere Familie, unsere Freunde, unser Land. Das alles kommt aus einem Verständnis heraus, dass wir denken, Dinge sind ewig und nicht unvergänglich. Dann am Türke eine dann da Kügelle Türke nur gut haben die Mitarbeiterin immer die Dresse Schubchenmutter den am Sinn Kapazam Masse. Wir müssen also verstehen, dass alles, was entsteht, aus Ursachen und Umständen entsteht und aus diesem Grund heraus ist alles von seiner Natur her vergänglich. Und da die Kärtchenmutze, Namchi Chame, Manzo Katu Jigi Yome, Ha Mako, never, never in San, then a Ranchin La Pembe Tende, Sangi Chebo, Nangi Chebo, Sheni Chebo, Lo Chema Chebo, Say Maimba, and a Tada Ranche Quedi, and a Tindek Samlogic Yore. Das Wichtige hier wieder ist, dass wir verstehen, wenn wir verstehen, dass unser Todeszeitpunkt nicht gewiss ist, dass sich alles verändert, dass wir dann die Dinge nicht aufschieben und unsere Aktivitäten anderen und uns selber zu helfen nicht aufschieben, sondern im Gegensatz dazu uns anstrengen, anderen zugute zu sein und uns selber auch. Denn am Mittag bei ihm war die Sammlung Schänder für Captain Karajurisena, man soll fix Marwa. Wenn
아니 결과 매 용도 세유 몇 바람을 때에 영생 몇 바람을 때에 근데 인도 만족도 찬스 고급 자체 요마 이나 미닥 비제세 자베니 즉 독부 차례에 당 네거티브 삼로 침표체도 말해 만한도 야 나도 고급 도와 마단데 세유 세라민 법정 장은에 세유 영행을 파 줄초도 마단데 닝제 세라민 동안 닝제 영행 지금 남바데 야 줄초도 세라고 어다 드레게네 아 Impermanenz oder Vergänglichkeit, das ist nicht nur irgendetwas Negatives. Das ist nicht nur, dass wir da das Gefühl haben, dass uns das Nachteile bringt, sondern wir sollten auch darüber nachdenken, dass Vergänglichkeit uns eine große Chance bietet. Und diese Chance, die wir haben, ist die, dass wir uns verändern können, dass Dinge in Bewegung sind, dass wir dann die Möglichkeit haben, zu lernen, uns weiterzuentwickeln. Und wenn wir merken, wir sind jemand, der noch nicht so wahnsinnig viel Mitgefühl hat, dann haben wir zumindest die Chance, dass wir das entwickeln können. Also es gibt eine sehr wichtige Gründe, warum wir uns Vergänglichkeit verinnerlichen sollten und warum das immer wieder erklärt werden sollte. Da gibt es zwei Gründe für. Tuko hat sich jetzt, oder seitdem er in Europa ist, hat er sich ja auch viele Geschichten angeschaut aus den Zeiten, wo wir noch Könige und Königinnen hatten, die immer wieder gerne auch in den Krieg zogen, aus verschiedenen Gründen. Sie sagten zwar meistens, es ist für ihr Land oder für alle Menschen, aber manchmal war das nicht nur dafür, sondern weil sie sich auch bedroht gefühlt haben als in ihrer Position als König oder Königin, weil sie das Gefühl hatten, da sind andere, zum Beispiel ihre eigenen Kinder oder andere Leute, die gerne auf den Thron wollten und sie da runterschubsen wollten. Und obwohl sie eigentlich schon alt waren, hätten sie sich ja entspannen können und sagen können, okay, ich drehe zurück, soll der andere mal machen. Aber weil sie diesen Gedanken haben, ewig zu leben und nicht vergänglich zu sein, haben sie immer noch festgehalten, was vielleicht gar nicht mehr so nötig war. Also je länger wir denken zu leben, je weniger wir akzeptieren, dass unsere Zeit begrenzt ist, desto mehr sind wir dazu geneigt, für unser eigenes Wohl zu arbeiten. Aber wenn wir verstehen, dass die Zeit recht kurz ist, dass wir jetzt das machen müssen, um zum Beispiel zu helfen oder den meisten Leuten oder den meisten Wesen nützlich zu sein, dann können wir mehr uns mehr anstrengen oder mehr Enthusiasmus entwickeln. Zum Beispiel Mahatma Gandhi, das war jemand, als er die
Weite oder die Größe verstanden hat, die er da von den Dingen, die er tun musste, hat er immer davon geredet, er hätte nicht genug Zeit. Jetzt kommen wir zu dieser dritten Art des Mitgefühls, und das ist das Mitgefühl gegenüber allen fühlenden Wesen, also dass wir diese als Objekt nehmen. Wir denken immer, wir haben alles unter Kontrolle, wir sind unsere eigenen Herren. Aber wenn es um unsere negativen Geisteszustände geht, dann wissen wir ja meistens selber, dass das ganz schnell flöten gehen kann, unsere Selbstkontrolle oder unseren Einfluss auf unsere eigenen Handlungen häufig. Das ist das, was wir ja auch Karma nennen. Zum Beispiel will keiner von uns wütend werden, aber trotzdem passiert es immer wieder. Und wenn wir erstmal wütend sind, dann ist das auch ganz schwer wieder einzufangen. Manchmal haben wir auch das Gefühl, wir wollen wirklich was Gutes tun, wir wollen anderen helfen, aber dann kommt irgendein anderes Gefühl und schießt irgendwie quer. Und plötzlich sagen wir Dinge zu eigentlich den Leuten, die uns am nächsten stehen, die wir am meisten lieben, was wir in einem normalen Zustand, wenn wir bei klarem Verstand wären, nie sagen würden. Und manchmal bereuen wir das dann auch später sehr, was wir da gemacht haben unter diesem Einfluss negativer Emotionen. Und was wir eigentlich ja alle wollen oder erreichen möchten, ist Glück, Wohlbefinden und all diese Dinge. Aber die Grundlagen, die wir legen, bringen uns immer wieder dazu, weiter zu leiden, weiter Verwirrung zu schaffen und so fort. Wenn wir das verstehen, dass das die Situation aller Wesen ist, dann können wir auch allen Wesen gegenüber mit Gefühl entwickeln. Und das sind dann die da kann der die Ningje die Pecha Shabai, ne? Wenn man dann so Jamchen an Lode, da wies um Ningja Junger war, wenn man zu da was hin. Die Dava Dille, Dava Dille, Dava Mune Mare A Sandra, da Dille Dava Re Samne Chuljong Kentele, Jörbai, ne? Dele Ding an so Ningje Junger war. Diese drei Arten von Mitgefühl kann man auch so erklären. Mit einer, dieses Mitgefühl, wo wir kein direktes Objekt haben. Das ist ein bisschen so wie eine Reflexion des Mondes auf Wasser. Wenn wir verstehen, dass irgendjemand diesen Mond als wahr annimmt, an diesem anhaftet, aber einfach ein falsches Verständnis hat,
über diesen Mond, wenn wir sehen, wie der andere da verwirrt wird durch diese Erscheinung und das falsche Verständnis, dann können wir für diese andere Person Mitgefühl entwickeln. Und dieses Mitgefühl kommt wieder aus dem Verständnis der Leerheit heraus, dass, wie die Dinge erscheinen, sie nicht in der Natur wirklich so sind. Tulku hat da ein Beispiel von einem Welpen, den er sich mal gehalten hat bei ihm im Zimmer, und in seinem Zimmer ist nun kein Spiegel, aber irgendwann hat er einfach mal einen Spiegel angeschleppt und hat ihn vor diesen Welpen gestellt, der völlig ausgerastet ist. Der sah so plötzlich da einen anderen Hund und fing an zu bellen und zu kläffen und da rumzujaulen und so weiter, und konnte das überhaupt nicht verstehen, dass da so ein anderer Hund war. Und dann hat dieser andere Hund auch nicht gerochen, und der Welpe hat also irgendwie versucht, da rauszukriegen, wie dieser andere Welpe riecht. Und als sich Tulku das angeschaut hat, hat er sich natürlich krank gelacht, nicht? Als er da gesehen hat, wie viele Emotionen eigentlich so ein kleiner Welpe hat. Und das, so ist es halt häufig, auch wenn wir sehen, wie andere Leute sich über irgendetwas aufregen oder eine große Geschichte machen, wo eigentlich nichts ist, wo an sich ein falsches Verständnis da ist. Und das ist diese Art, dieses Mitgefühls ohne ein direktes Objekt. Das zweite ist ja dieses Mitgefühl wo wir Phänomene als unser Objekt haben. Das ist so ein bisschen wie wieder dieses Beispiel von dem Mond im Wasser. Wenn sich das Wasser anfängt zu bewegen, wenn es da Wellen gibt, diese Instabilität der Phänomene. Denn wenn wir verstehen, dass alles erscheint, fußend auf Ursachen und Umständen, was immer das auch ist, unsere Lebensumstände, die Dinge, die wir genießen, unseren Reichtum, alles, was wir haben, ist der Veränderung unterlegen. Und was uns da Leiden bringt, ist diese Anhaftung, dass diese Hoffnung oder dieses Missverständnis, dass wir denken, alles stabil bleibt und alles gleich bleibt und dann leiden, weil sich das verändert. Das ist, was diese Kontemplation der Vergänglichkeit uns bringen kann, und das Verständnis um die Vergänglichkeit kann uns dann Mitgefühl mit anderen geben, die das nicht so sehen. Also das ist nochmal diese Vergänglichkeit, wo wir Phänomene als unser Objekt nehmen. Ani exchange de rawang me pe thone rawang me pe chumzen du chene mi pa de semjen la mi pe ning je pe cha sa na ngaran du ta la lo pe chul che chem bo de zo le so cha chem bo de zo le de ngo khol lo ti khol lo khol ye de la chi do ale khar sa ure ang rim chi lo wa khol lo thak 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 che chik chik le kor yung e sur chi lo wa
어따티 수르디 남생 만조레 레뇽기 수르디 요레 액션 단 이모션 네거티브 이모션 단 디군 네망 액션 기 수르니 디 요용데 디 야투 마투 제용데 까브리 야로 까브리 만로 까브리 야토 까브리 만로 틀레 코라 챵테페 딘데기 Jetzt kommen wir zu dieser dritten Art des Mitgefühls, und das ist da, wo wir alle fühlenden Wesen als unseren Ausrichtungspunkt haben, als unser Objekt haben. Und das ist wiederum dieses Missverständnis, dass wir denken, wir haben uns völlig unter Kontrolle, dass wir vollständig selbstständig sind, und in dem Moment, wo wie wir starke Emotionen haben, dass wir unter deren Einfluss gelangen und unsere Selbstkontrolle ja auch häufig genug verlieren. Das ist so ein bisschen wie so verzahnte Räder in einem großen, in einer Fabrik zum Beispiel, wo es nach oben geht und nach unten geht und die sich immer wieder ineinander verzahnen, aufeinander aufbauen und manchmal, wie gesagt, dreht sich das Rad nach oben und dann geht es wieder nach unten. Aber das ist nicht vollständig selbstständig, sondern in der Verlinkung mit anderen. Und da tendeke chungzen sum, tongbanye ki chungzen, metabbe chungzen, lenyun ki rangwang, xiangwang du chubi chungzen sum la tenne kebi nyingze de, pe nyingze kyabchambore. Tujung nganzo meche la nyingze chegro, ta ko kensel na duwa sha ca. Sami nyingze de, semjen shanda kensel menang enla te nyingze de dhuhay yawmar. Taka nang singe, ane meche laika da shorwaay na nganzo nying shabu yungu duwa, yang te nyingze de, laika yongkhen la te nyingze de jengmar. Tete ndu kyumzen te sumde de, ta yi semjen kangalo, sokden kangalo te kyumzen de yawbayinza, nganzo nyingze de, ane semjen tamze de chaptubye jik yungu yore. Diese drei Arten von Mitgefühl fußen, wie gesagt, erstens auf dem Verständnis der Leerheit, dann auf dem Verständnis der Vergänglichkeit und dann auf dem Verständnis, dass wir alle unter dem Einfluss starker Emotionen stehen, die wir nicht immer kontrollieren können. Wenn wir diese drei Arten von Mitgefühl wirklich entwickeln können, dann können wir ein sehr großes und allumfassendes Mitgefühl entwickeln. Ansonsten ist unser Mitgefühl immer nur auf bestimmte Situationen beschränkt. Also zum Beispiel haben wir dann nur Mitgefühl mit jemandem, der Krebs hat, aber nicht auf alle anderen Menschen. Oder wir haben Mitgefühl für jemanden, der gerade seinen Job verloren hat, aber haben kein Mitgefühl für diejenigen, die ihren Job noch haben. Aber was wir ja versuchen, ist, dass wir wirklich für alle Wesen Mitgefühl entwickeln. Und diese drei Arten des Mitgefühls decken alle Wesen ab.